Es gibt Menschen, die an allem herumnörgeln, denen man einfach nichts recht machen kann. Leider. Sie sind für niemand eine Freude, nicht mal für sich selber. Der Meister Eder hat so einen als Kunden. Es ist der Herr Schladerer. Dem Schreinermeister wird schon immer Angst und Bang, wenn dieser Herr in die Werkstatt kommt. Das tut er Gottlob nicht oft, aber jetzt war es wieder einmal soweit. Herr Schladerer hat eine Garderobeablage mit zwei kleinen Schubfächern bestellt. Wie bei solchen Leuten immer, es ist brandeilig und muss auf die Stunde fertig werden. Der Meister Eder war auch auf die Stunde fertig. So, jetzt kann er kommen, der Herr Schladerer. Ich bin fertig. Ui, ui, das ist aber schön geworden. Ja, ich liebe Möbel mit kleinen Schubladen. Ja, weil man in so kleine Schubladen keine Pumuckls einsperren kann. Ja, ist auch ein Standpunkt. Also mir gefallen nur die Griffe nicht besonders. Aber die hat der Herr Schladerer ja unbedingt haben wollen. Ah. Knöpf statt Griff wären ja viel schöner gewesen. Ja, aber vielleicht reißen Knöpfe leichter aus. Die Knöpfe von allen Jacken sind ja auch sehr oft ausgerissen. Ja, geht zu. Ich meine ja keine Jackenknöpfe, sondern... Mantelknöpfe. Nein, Holzknöpfe, mit denen man die Schubladen aufziehen kann. Aha. Machst du vielleicht in meine Jacke auch mal Griffe rein, wenn ich's verlange? Okay, Pumuckl. Wenn ich was verlange, dann tust du's nicht. Aber wenn wir dieser dumme Herr Schlager... Ja, der zahlt ja dafür. Aber darfst mir's glauben, gern arbeite ich nicht für den Nörgler. Da würde ich fast nur lieber Griff in der Jacke machen, als dem eine größere Einrichtung schreinen. Ach so, drum hast du die Schubladen so klein gemacht, weil die Nein, das größeren... hat er so bestellt. Heute holt er es ab, hat er gesagt. Wenn er es nicht abholt, dann verkaufen wir es an jemand anderen. Und wenn er dann kommt und will es holen, dann ist es weg. Und wenn er sich dann richtig ärgert, dann zwick ich ihn, damit er sich noch viel mehr ärgert. Nein, das machen wir nicht. Na, der wird heute schon noch kommen. Ja, aber zwicken kann ich ihn ja trotzdem. Nein, um Himmels Willen nicht. Ein kleines bisschen. Ich bin froh, wenn alles reibungslos geht. Du holst die Ski Start. Versprichst mir das? Start. Still, meine. Still verspreche ich. Aber Start? Und warum soll ich mich schön starten? Du weißt schon, wie ich's meine. Ja. Es wird nicht zwickt oder sowas, gell? Ja. Dann fehlt mir eigentlich nur noch der Bart. Was für Bart? Wieso denn? Dann bin ich endgültig ein Heinzelmännchen. Und zwar eines, das überhaupt nicht mehr weiß, was necken und zwicken und verstecken und picken ist. Nun, diese Gefahr ist nicht sehr groß. Aber der Pumuckl hat sich wirklich vorbildlich ruhig verhalten, als mittags Herr Schladerer in die Werkstatt kam. Aber ich glaube, der Kobold war nicht deshalb so brav, weil er wie ein Heinzelmännchen sein wollte, sondern vor Staunen. Denn Herr Schladerer hat eine, sagen wir, recht umständliche Art, sich auszudrücken. Guten Tag, Herr Eder. Yes, Mr. Schladerer. Mein Weg hat mich im Zuge meiner Besorgungen jetzt schon hergeführt. Hoffentlich, Herr Eder, nicht zu früh. Nein, es ist schon fertig. Hm. Ich habe Sie ja für heute erwartet. Na, aber nicht schon zur mittäglichen Stunde. Wo ist das Meisterstück aus Ihrer Hand? Da steht's. So. Ich hab's genauso gemacht, wie Sie angegeben haben. Das ist es? Ja, freilich. Herr Eder, die Schubladen erscheinen mir etwas zu klein. Es ist ja doch zu bedenken, dass Handschuhe hinein sollen. Auf die Länge, die wo Sie angegeben haben, kann man keine größeren Schubladen nicht machen. Na, dann hätte man wohl umdisponieren und nur eine Schublade statt zwei zur Anfertigung vorsehen müssen. Aber Sie wollten doch ausdrücklich zwei. Sie haben selber zu mir gesagt, außerdem habe ich es doch da aufzeichnet, da schauen Sie. Wohl, Herr Eder. Aber der Laie kämpft ja bekanntlich bei der Umsetzung einer Zeichnung in die Wirklichkeit mit Schwierigkeiten. Ja, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ja, zwei Schubladen sind zwei Schubladen. Daran ist doch nichts zum schwer vorstellen. Außerdem, Herr Eder, sind, wenn Sie gestatten, dass ich das noch bemerke, diese beiden Griffe einfach zu viel, zu hervorstechend, zu beherrschen. Mhm. Wenn ich das noch sagen darf. Ja, Knöpfe waren schöner gewesen, da haben Sie recht. Nun, dann wollen wir nicht anstehen und Knöpfe hinmachen, Herr Eder, nachdem wir in diesem Punkt so erfreuliche Einigkeit erzielt haben. Na, da nutzt auch unsere ganze Einigkeit nichts. Wenn ich da jetzt Knöpfe hinmache, dann sieht man durch die Löcher, von denen ich griff. Dann bin ich eben einem Irrtum unterlegen und wir machen jetzt
Knöpfe hin. Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, dass das nicht mehr geht. Das sieht man doch dann, wo die Griffe waren. Das dürfte doch auf keine Schwierigkeit stoßen, das unsichtbar zu machen. Also, es tut mir leid, Herr Schladere, ich bin kein Zauberer. Löcher im Holz sind Löcher. Ich kann nicht Hokuspokus machen. Das verlange ich ja auch nicht. Aber selbst ich als Laie weiß, dass es Holzkit gibt, mit dem man Löcher im Holz verschwinden lassen kann. Ja, aber nicht im Holz mit der Maserung und dem Farbton. Also, der Farbton, lieber Meister, ja. Der Farbton entspricht auch gar nicht meinen Vorstellungen. Mir schwebt mehr ein dunklerer Ton vor. Sie, ich hab Ihnen durch Muster vorgelegt. Und Sie haben genau dies rausgesucht. Da schauen Sie her. Ich leg's Ihnen noch einmal daneben. Das mag ja sein, Heida, das mag ja sein. Aber in der Gesamtwirkung ist es eben so gänzlich anders geraten, als es mir bei Besichtigung des Musters erschien. Ja, mei, da kann doch ich nichts dafür, wenn Sie sich bei allem was anderes vorstellen als das, was Sie bestellen. Darf ich Ihnen gebührend zur Kenntnis bringen, dass ich als Kunde sehr wohlberechtigt bin, Einwände vorzubringen? Von mir aus bringen Sie vor, was Sie wollen. Ich hab's genauso gemacht, wie Sie es bestellt haben. Ich bedauere, ich muss darauf bestehen, dass die von mir gewünschten Änderungen durchgeführt werden. Widrigenfalls sehe ich mich außerstande, Ihnen dieses Ding, ich betone, dieses Ding da abzunehmen. Dieses Ding, Herr Schladerer, ist genau nach Zeichnung gemacht. Was? Und da ist die Zeichnung und da sind die Maße. Herr Ida. Ja, und da haben Sie jetzt einen Holzstock und messen Sie es ein bisschen nach. Ich bin... Und wenn es nicht auf den Millimeter stimmt, dann können Sie das Ding da lassen. Herr... Aber wenn es stimmt, dann zahlen Sie es gefälligst und nehmen Sie es mit. Das ist mein letztes Wort in Ihrer Sache. Ich wünsche hier Knöpfe und keine Griffe, egal was besprochen wurde. Ja, die Löcher, die drin sind. Das überlasse ich Ihrer Kunstfertigkeit, Herr Eder. Und das ist mein letztes Wort. Und mein letztes Wort ist, dass das ein Pfusch ist und sowas mache ich nicht. Das werden wir sehen. Herr Eder, ich komme nachmittags wieder. Und jetzt guten Tag, Herr Eder. Also ein Nörgler, ein Dutzend solche und ich lande im Irrenhaus. Nein, du landest nirgendwo, weil das der Pumuckl nicht erlaubt. So. Ich verjage nämlich alle Dutzend solche und plage sie und necke sie. Naja, Gott sei Dank habe ich ja bloß einen solchen. Ja, aber dem tät ich schon allerhand wünschen. Ja. Mag ihr sagen, ich hätte keinen Schönheitssinn. Aber das hat mir zeitlebens noch nie wer gesagt. Ja, und was der noch alles Dummes gesagt hat. Der meint, wenn er sich geschwollen ausdrückt, dass ich dann in die Knie gehe, aber da hat er sich täuscht. Der soll mal selbst in seine eigenen Knie gehen. Jawohl. Oh, ich hätte ihn zwicken sollen und picken sollen. Ja, bei dem hätte ich ausnahmsweise mal nichts dagegen gehabt. Ja, aber weißt du, bei dem, da reiße ich mir ja gleich 17 Haare aus. Also, dass ich das nicht getan habe, dass ich das nicht... Ich werde nie mehr wieder schön stillstart sein. Okay. Es war schon ganz richtig, dass du brav warst. Ja. Ich habe ihm jetzt nur in der Wut einen recht einen bösen Kobold gewünscht. Mir selber wünsche ich natürlich einen braven Pumuckl, gell? Ja, aber wenn du ihm einen bösen Pumuckl wünschst, dann kann ich ja zwischendurch nur für den Herrn Schladerer persönlich böse sein. Nein, lieber nicht, sonst gewinnst du das so an, dass du bei mir auch böse bist. Nein. Das gewöhne ich mir ja immer gleich wieder ab. Ja. Aber es wäre doch so schön, wenn der Herr Schladerer auch mal glauben würde, dass er in so einem Irrenhaus landet, weil er sich einfach immer und immer irrt, weil der Pumuckl immer und immer alles versteckt und weglegt und Sachen umwirft. Ja. Weißt du, vor allem so Sachen, wo Kaffee drin ist oder Wasser oder Farbe. Farbe ist gut, Farbe. Ein Topf mit Farbe. Umwerfen. Ach, das ist schön. Ja, freilich ist das schön. Ja. Aber leider ist halt der Herr Schladerer kein Maler, sondern ein Steuerberater. Irgendetwas zum Umwerfen wird er doch wohl haben. Da hat ja jeder Mensch. Der Schladerer, ich glaube, der hat bloß einen Schreibtisch. Dann werfe ich den Schreibtisch um. Nein, das kannst du nicht. Und ein Telefon drauf. Ja, Telefon! Und einen Schrank. Da ist nichts zum Umwerfen, Pumuckl. Aber ein Telefon kann herunterfallen. Und ein Schrank. Ein Schrank kann zugesperrt sein und der Schlüssel kann fortweg
Also kann einfach so sozusagen nicht mehr da sein. Schränke sind sehr ärgerlich, wenn man sie nicht aufbringt, meine ich. Ja, da hast du allerdings zu recht. Ja, bitte, komm, sag mir doch mal ganz schnell, wo der Herr Schladerer wohnt. Pumuckl, das hat keinen Sinn. Wieso? Auch wenn mir die Vorstellung, dass er ein bisschen durcheinander kommt, nicht unlieb ist. Ja, ja. Aber das ändert nichts dran, dass er jetzt Knöpfe statt Griffe haben will. Aber vielleicht ändert es doch etwas, wenn ich ihm alle Knöpfe kaputt mache. Aber ja, also den zum Beispiel den Lichtschalterknopf kaputt mache oder den Radioknopf kaputt, Jackenknopf kaputt. Vielleicht will er dann überall Griffe haben, an der Jacke, am Radio, am Lichtschalter, ja, überall vielleicht. Wenn sie einer auf sowas versteift, dann kannst du nichts machen. Ich weiß übrigens, wo der Herr Schladerer wohnt. Sir? Ja, der wohnt gleich an der Straßenecke in dem großen gelben Haus, wo unten drin der Bäcker ist, im ersten Stock wohnt er. Aber genau gegenüber wohnt er, im Parterre. Ja, gegenüber im Parterre wohnt der liebe Herr. Das reimt sich sogar. Jetzt weiß ich's. Pumuckl ist schlau. Pumuckl hat's herausgebracht. Du hast mich jetzt sauer aufs Glatteisbüchle. Aber trotzdem, Pumuckl, mach kein Blödsinn. Nein. Ich mache einen Gescheitsinn. Und zwar gleich auf der Stelle. Ui, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Pumuckl. Der Pumuckl ist losgesaust. Und da er, wenn er unsichtbar ist, ganz leicht auf Parterrefenster klettern und durch die Fenster gucken kann, hat er auch tatsächlich Herrn Schladerer in seinem Büro entdeckt. Und weil das Fenster schräg gestellt war, ist der Pumuckl zu dem ahnungslosen Herrn Schladerer ins Zimmer geschlüpft. Der hat eben seinen Mantel abgelegt und zu seiner Sekretärin gesagt. So, guten Tag, Fräulein Weiß. Guten Tag, Herr Schladerer. Haben Sie auch alles vorbereitet? Ja, es liegt schon alles zu Ihrer Unterschrift bereit. Wo? Auf dem Schreibtisch. Ja, natürlich, ja, da. Auf Ihren Schreibtisch. Ja. Gut, lassen Sie schauen, ja. Zu dieser Sache, Fräulein Weiß, da müssen wir noch ein Zusatzschreiben anfertigen. Ja. Ich diktiere es Ihnen wohl am besten gleich in die Maschine. Jawohl. Was ist denn? Herr Schladerer, die Papiere fliegen davon. Die Papiere? Erschrecken Sie mich nicht so, Fräulein Weiß. Es ist ein Windzug. Das kommt davon, weil Ihr Frischluftbedürfnis so ungeheuer ist, dass andauernd alle Fenster aufgerissen werden müssen. Aber ich habe doch... Ja, aber es liegt ja Gott sei Dank alles auf dem Boden und der Boden ist sauber. Bitte heben Sie es auf. Entschuldigen Sie, Herr Schladerer, aber ich habe überhaupt keinen Windzug gespürt. Ist schon gut. Fräulein Weiß, wo ist denn mein... Füllfederhalter. Auf Ihrem Schreibtisch, Herr Schladerer. Sie sehen doch, er ist nicht da. Da liegt er nicht. Aber ich habe ihn doch für Sie zurechtgelegt. Ja, aber weiß der Himmel, wo Sie ihn hingelegt haben. Da, auf den Schreibtisch, ist er jedenfalls nicht. Aber ich weiß es ganz bestimmt. Da schauen Sie. Da liegt er ja auf dem Fußboden. Ja, aber Herr Schladerer, ich habe ganz bestimmt den Füllfederhalter nicht auf den Boden. Reden Sie keinen Unsinn, Fräulein Weiß. Natürlich haben Sie nicht den Füllhalter auf den Boden gelegt. Aber da hier, schauen Sie, die ganze Tinte ist auf den Teppich verspritzt. Oh, der schöne neue Teppich. Das sehe ich doch. Och, Ihre Frau Gemahlin wird untröstlich. Das wird sie ganz ohne Zweifel untröstlich sein. Geben Sie mir bitte die Tinte her. Ich muss den Füllfederhalter neu auffüllen. Bitte, Herr Schladerer, hier. Ja, ja. Aber soll ich Ihnen nicht... Vielleicht doch lieber den Füllfederhalter selber nachfüllen. Nein, das mache ich selber. Das muss man mit Gefühl machen. Schauen Sie, so. Aber ich... Oh, Herr Schladerer, die Tinte! Schnell, es rinnt ja alles über den Schreibtisch. Nein, die Papiere, nehmen Sie die Papiere weg. Euer Erklärung. Oh Gott, Himmel, weinen Sie nicht. Heben Sie, haben Sie denn nichts zum Wischen? So tun Sie doch etwas. Sie sehen doch, dass alles trieft. Verdinnt, das Löschblatt. Gott, die Tinte, die tropft von den Papieren auf den Teppich. Nein, oh, mein Taschentuch, wo ist denn mein Taschentuch? Meine das Tasche? Das suchen Sie doch meine nicht Tasche? Mehr. In Ihrer Tasche nehmen Sie von mir aus das Deckchen, das dort unter der Vase liegt. Nein. Unter der Blumenvase. Nein. Sie sehen doch, dass ich die Hände voll Dreck und Tinte habe. Halten Sie doch die Bescherung auf. Zum Kuckuck, die Tinte rinnt immer noch. Was sagt denn Ihre Frau, wenn ich das Deckchen... Da ist eine Zeitung. Bitte nehmen Sie die Zeitung. Die Zeitung saugt auf. Herrschaft! Also die saugt. Saugt auf. Hier rinnt sie über die Bücher schon. Über die Bücher, um Gottes Willen. Und über die Bücher. Also, Eva, man hört dich bis in die Küche vor. Was ist? Oh mein Gott!
Oh, mein Teppich! Ja, wie sieht es denn hier aus? Fräulein Weiß, wie konnte denn das passieren? Also, gnädige Frau, ich war's. Redet nicht, sondern tut doch endlich etwas. Eduard, die Vase! Ah, jetzt auch noch Wasser. Du hast sie umgestoßen. Ich bin nicht an die Vase hingekommen. Doch. Überhaupt nicht. Ich bin einen Meter davon gestanden, dass Fräulein Weiß kann das bezeugen, dass ich natürlich bist du hingekommen. Nein, ich bin nicht hingekommen. Du hast so gebrüllt, dass du gar nicht wissen kannst, wo du hingekommen bist. Agathe, nimm bitte gebührend zur Kenntnis, dass ich auch im Falle meines Brüllens, wenn ich laut werde, noch immer imstande bin zu wissen, was ich tue. Nichts weißt du, Eduard. Nichts. Hm. Aber bitte von mir aus schwimm. Mitsamt deinem Büro. Mit der Tinte, nicht mit dem Büro. Stehen Sie nicht so herum, Fräulein Weiß, laufen Sie meine Frau nach, holen Sie einen Putzlumpen. Ja. Oh, das auch noch. Schladerer. Grüß Gott, Herr Schladerer. Hier ist... Wer ist bitte dort? Hier ist... Sie bearbeiten doch gerade die Steuererklärungen meines... Und da wollte ich wissen... Wesentlich... Wie bitte? Ich weiß immer noch nicht, wer dort ist. In der Leitung ist eine Störung. Ich kann Sie aber gut hören. Es handelt sich also darum, dass äußerst wichtig, und ich meine das nicht nur eine Honorarfrage, sondern auch... Entschuldigen Sie, ich verstehe überhaupt nichts. Sie werden immer wieder unterbrochen. Mit wem habe ich bitte die Ehre? Eigentlich bin nicht ich, sondern... Aber ich möchte gerne das... Ich weiß nicht. Es muss wohl an meinem Apparat liegen. Ich höre nur Bruchstücke. Können Sie mir bitte Ihre Nummer geben? Ich rufe zurück. Gut. 530 7 2 und... 2 und was? Herr Schladerer, versuchen wir es nochmal, Herr Schladerer. Jetzt habe ich alles. Ihre Frau ist schon in der Drogerie wegen der Tintenflecke. Und ich habe... Seien Sie still, Fräulein Weiß. Jetzt habe ich wieder nichts gehört. Sehen Sie denn nicht, dass ich telefoniere? Oh, entschuldigen Sie bitte. Hallo. Jetzt ist er endgültig weg und ich weiß weder, wer es war, noch was er wollte. Also ich werde wahnsinnig. Aber ich habe doch nur das Beste. Was kichern denn Sie so albern? Fräulein Weiß, machen Sie lieber Ordnung. Herr Schladerer, ich habe nicht gekichert. Das muss von draußen... Das wird wieder der Mann sein. Schladerer. Versuchen wir es nochmal, Herr Schladerer. Hier ist... Hallo. Also, ich höre nichts mehr. Hallo. Es war wirklich fürchterlich. Der Pumuckl gab sich auch die größte Mühe, der böseste Kobold zu sein, den es gibt. Auf den Trick, die Telefongabel niederzudrücken, um immer wieder das Gespräch zu unterbrechen, ist er allerdings ganz zufällig gekommen, als er nämlich auf dem Schreibtisch stand und genüsslich den Tintensee und auf dem Boden den Wassersee betrachtete und sich dabei auf das Telefon stützte. Das war natürlich für ihn eine wunderbare Sache. Der Pumuckl war so zufrieden mit dem, was er alles angerichtet hatte, dass er sehr vergnügt zum Meister Eder zurückhüpfte und dort Bericht erstattete. War das schön? Ja, was denn? Das war nicht nur schön, das war ja auch sehr lehrreich, jawohl. Ja. Ich habe gelernt, wie man Telefon stört. Und Fräulein Weiß hat gelernt, wie man aufputzt. Und Frau Schladerer hat gelernt, was man in der Drogerie gegen Tinte kaufen muss. Und der Herr Schladerer hat gelernt... Er hat gelernt, auf einem Fuß zu stehen, damit er nicht mit dem anderen in Wasser tritt. Und dabei hat er noch gelernt zu telefonieren und dabei in der einen Hand Steuererklärungen zu halten, die voll Tinte sind. Und dabei hat er gelernt, nichts zu verstehen. Pumuckl, du warst tatsächlich dort. Ja, und wie ich dort war, ach, das tut gut, mal wieder ein richtiger Kobold gewesen zu sein. So, ja. Was hast du denn alles angestellt? Wie viel? Hast du alle Schlüssel versteckt? Also der Schlüsseltrick, der ist ja langweilig und Knöpfe sind ja nichts, überhaupt nichts gegen Tinte. Besonders, wenn Tinte unter Papier und Bücher kriecht.
ja, kriecht und dann über die Schreibtischkante auf den Teppich läuft. Na, ja, das hast du gemacht. Du, das hättest du nicht tun dürfen. Ja, das habe ich vielleicht nicht tun dürfen, aber tun müssen. Okay. Jawohl, die Tintengläser, volle Tintengläser müssen ja einmal umfallen. Und Blumenvasen auch, mhm. Blumenvasen auch. Das ist ein uraltes Koboldsgesetz. So. Jawohl. Ja, und Telefone müssen auch manchmal nicht gehen. Das ist auch ein noch uralteres Koboldsgesetz. Ja, und alle, Herr Schladerers, müssen mal glauben, dass auch Sie sich dumm anstellen können. Ja, das ist, also, ich glaube, das ist das mit dem dumm anstellen, das ist, glaube ich, ein Menschengesetz. Ja, ja, schon, schon. Ja, ja, schaden das ist nichts, wenn der Schladerer das gelernt hätte. Das schadet nicht. Aber deswegen hört das Nörgeln da nicht auf. Der kann nämlich gar nicht anders. Doch, 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 der kann anders. Der kann ja ganz richtig schreien. Und dann kann er am Telefon, kann er fast richtig weinen. Nein. Ja, weil er nämlich nichts verstehen kann. Was, das hat er getan? Ja, da muss ja ziemlich zugegangen sein. Ja, ja, Fräulein Weiß ist zugegangen und seine Frau ist zu und auch gleichzeitig weggegangen. Und das Telefon ist auch zugegangen. Und der Mensch, der angerufen hat, der ist weggegangen. Also es ist eigentlich alles wunderbar gegangen. Alles ist, du hast ihm aber arg zugesetzt, dem Herrn Schladerer. Ja, zugegangen. Jetzt tut er mir beinahe leid. Ich finde, das genügt jetzt. Ja, und wenn er dich weiter ärgert, weil er dann wieder lieber Griffe statt Knöpfe haben will und vielleicht drei Schubladen statt zwei und... Ja, also das warten wir jetzt erst einmal ab, gell? Der Meister Eder ersetzte die Griffe durch Knöpfe und wenn man nicht genau hinsah, konnte man die Stellen, wo zuerst die Griffe angeschraubt waren, nicht mehr erkennen. Allerdings fiel dem Meister Eder diese Arbeit doch ein wenig leichter, wenn er daran dachte, wie der Kobold dem Herrn Schladerer mitgespielt hatte. Und dann tauchte Herr Schladerer auch tatsächlich auf. Er machte einen recht nervösen Eindruck. Guten Tag, Herr Eder. Grüß Gott, Herr Schladerer. Guten Tag. Herr Eder, ich komme, wie Sie aufgrund unseres Gesprächs wissen, um... Nun, den hoffentlich, das Kästchen mit den entsprechenden Änderungen... Ja, also, ich habe Ihnen die Knöpfe hingemacht. Oh, Herr Eder, also, da bin ich froh. Wissen Sie, Herr Eder, heute geht mir nämlich alles schief. Herr Eder, Sie ahnen nicht, was mir inzwischen alles widerfahren ist. Was Sie nicht sagen? Ja. Ja, werde Ihnen doch kein Unglück zugestoßen sein. Nein, nicht Unglück direkt, aber... Katastrophen, Katastrophen, stellen Sie sich vor, Herr Eder, ich ergoss Tinte über wesentliche Papiere. Ja, was ist das denn so? Und es muss alles neu geschrieben werden, Herr Eder. Meine Frau ist ganz außer sich, denn auch der Teppich ist ruiniert. Jetzt so? Ja, was? Der Teppich. Sie, warten Sie. Da habe ich ein Bügel, ja? Da steht was drin über Flecken. Über Flecken? Ja, das habe ich selber am Teppich schon ausprobiert. So. Damit geht's ganz bestimmt weg. Ach, Herr Eder, Sie sind mir ein rechter Trost. Ja, und tröstens auch Ihre Frau. Das kriegen wir schon wieder hin. Ja, 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 Herr Eder, und stellen Sie sich vor, das Telefon hat nicht mehr funktioniert. Na. Ja, ich weiß nicht, an was die Störung gelegen haben kann und ob sie wieder auftritt. Es macht mich rasend, mir vorzustellen, dass dieses Aufhören einer Verständigung sich wiederholt. Nein, 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 Sie, Herr Schladerer, das wiederholt sich nicht mehr. So. Und wenn wirklich, dann brauchen Sie nur die Gabel vom Hörer festhalten, so? dass Sie sich nicht runterdrückt. Ah. Ja, dann sind Sie vor solchen Störungen ganz sicher. Also, für diesen Rat, Herr Eder, bin ich Ihnen unendlich dankbar. Ja, ja. Herr Eder, ich gern geschehen, gern geschehen. Und jetzt zu unserem Kastl. Ja, bitte. Also, ein bisschen sieht man es natürlich schon. Nein, nein, Herr Eder, nicht der Rede wert. Ich sehe überhaupt nicht mehr, wo zuerst die Griffe waren. Also... Ich kann ja im Preis was nachlassen, weil... Kommt schließlich überhaupt nicht in Frage. Nein. So sieht die Geschichte ganz anders aus. Was doch so Knöpfe alles ausmachen, Herr Eder. Ja, und wegen dem Farbton. Ich kann schon mit was drüber gehen, damit es ein bisschen dunkler wird, wenn Sie meinen... Aber nein, der Farbton passt recht gut, Herr Eder. Wenn Sie mir nur...
das Büchlein gegen die Flecken geben wollen. Aber freilich, ja. Ich hol's schnell. Ja. Was ist denn? Ich weiß nicht, Herr Eder. Mich hat was gezwickt. Entschuldigen Sie vielmals, Herr Schladerer. Das tut mir wirklich leid. Aber Herr Eder, da brauchen Sie sich wirklich nicht zu entschuldigen. Dafür können Sie so wenig wie für meine Tintenflecke zu Hause. Darauf hat der Meister Eder nur etwas Unverständliches gemurmelt und schleunigst das kleine Buch über die Fleckenentfernungsmittel geholt. Und so kam es, dass sich die beiden Herren auf das Liebenswürdigste trennten. Als der Meister Eder und sein Pumuckl wieder allein waren, saß der Pumuckl in seiner Schaukel und schaukelte wild hin und her. Also jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Dich ärgert der Herr Schladerer so, dass ich ihn ärgere und statt dass aus zwei Ärgern ein großer Ärger wird, wird große Freundlichkeit draus. Ja, mein Pumuckl, es gibt halt so ein paar Menschengesetze, die sind für Kobolde schwer zum Verstehen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn sich zwei übereinander ärgern und der eine versteht den anderen plötzlich aus irgendeinem Grund, dann geht mit dem Ärger gleich ein End her. Nein, das verstehe ich kein bisschen. Nicht? Ich verstehe auch nicht, was du plötzlich verstanden hast. Ja, dass jeden einmal eine Laus über das Leben laufen kann. Und wenn die Laus die Form von einem Kobold hat. Moment. Darf ich dich gebührend darauf aufmerksam machen, dass eine Laus nie imstande sein wird, die Form eines Kobolds anzunehmen? Ja. Denn eine Laus hat 6 Beine. Und ein Kobold hat bekanntlich nur 2. Hm. Außerdem macht das Leute ärgern sehr, sehr hungrig. So hungrig, dass mein Magen jetzt gleich ganz ärgerlich wird. Also das wollen wir vermeiden, Pumuckl. Komm, mach mal eine kräftige Brotzeit. Und das taten sie auch. Und da bekanntlich eine Brotzeit am besten bekommt, wenn man sie gemütlich einnimmt und frei von allem Ärger ist, war dafür jetzt auch die richtige Zeit. Herr Schladerer aber hat das Garderobekästchen nach Hause getragen und seiner Frau hat es so gut gefallen, dass sie darüber sogar beinahe die Tintenflecke vergaß.